Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, sehr geehrter Herr Dr. Dittmer, sehr geehrter Herr Professor Danzmann, verehrte Vertreter des konsularischen Korps, meine sehr geehrten Damen und Herren. Seit es Menschen gibt, schauen Sie zu den Sternen. Messreihen zu deren Bewegung zeichneten die Mesopotamier schon vor 5000 Jahren auf. Etwa 3000 Jahre später legte Aristoteles erste Modelle zur Schwerkraft vor. Erst die Beobachtung einer Supernova im Jahre 1572 widerlegte seine These von der Erde als Mittelpunkt des Universums und gab Kopernikus recht. Quasi über Nacht war das aristotelische Weltbild, das etwa 1000 Jahre lang das Denken geprägt hatte, damals obsolet geworden. Kurz darauf überschlugen sich die astronomischen Erkenntnisse. 1609 veröffentlichte Johannes Kepler seine ersten beiden Gesetze zur Bewegung der Planeten. Gleichzeitig begann die große Zeit der Linsenfernrohre. In Italien entwickelte Galileo Galilei ein Teleskop, mit dem er die vier größten Jupitermonde beobachtete. Es hatte eine 33-fache Vergrößerung. Wenig später die nächste Innovation, das Spiegelteleskop. Isaac Newton erklärte die Bewegung der Planeten durch das Gesetz der Gravitation. Heute, viele Erkenntnisse später und gut 100 Jahre nach Einsteins Relativitätstheorie, scheinen wir beim Blick ins Universum erneut an einem Scheideweg zu stehen. Denn dank Ihrer Forschung, Professor Danzmann, kann nun ein neues Fenster zum Kosmos aufgestoßen werden. Gravitationswellen, die legendäre Vorhersage Einsteins, es gibt sie wirklich. Dreimal wurden die Boten der Schwerkraft einwandfrei registriert. Zwei verschmelzende schwarze Löcher haben sie vor mehr als einer Milliarde Jahren ausgesendet. Die Messung der Gravitationswellen lassen sich auf beeindruckende Weise visualisieren und, das hat mich noch mehr erstaunt, man kann die Wellen im kosmischen Rauschen auch hörbar machen. Sie sollen dann so klingen wie ein kurzes Chirp, als zwitscherte ein kleiner Vogel vorlaut dazwischen. Doch Gravitationswellen sind alles andere als harmloses Gezwitscher. Ihr Nachweis eröffnet einen neuen Kanal, um ins große Dunkel des Universums vorzustoßen, wohin bislang keine bekannte Strahlung vordrang. Sehr geehrter Herr Professor Danzmann, seit 1993 lehren und forschen Sie an der Leibniz-Universität Hannover und leiten dort das Institut für Gravitationsphysik. Seit 2002 sind Sie außerdem Direktor und wissenschaftliches Mitglied am Hannoverschen Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, das nach Albert Einstein benannt ist. In Hamburg erörtern Sie Ihre Themen als Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Es ist wohl nicht übertrieben, wenn man sagt, dass Sie Ihr Forscherleben der Schwerkraft gewidmet haben. Diese Ausdauer wurde nun belohnt. Es ist durchaus angemessen, den Nachweis der Gravitationswellen als Jahrhundertentdeckung zu preisen. Mit Ihrem Forscherteam haben Sie, Herr Professor Danzmann, in Hannover Laser und Apparaturen mit höchster Messpräzision entwickelt. Innovationen wie das sogenannte Recycling des Laserstrahls und der gemessenen Signale haben die Messempfindlichkeit noch einmal verzehnfacht. Damit haben Sie die technischen Voraussetzungen für den Nachweis der Gravitationswellen geschaffen. Empfangen wurden die Wellen dann aber nicht in Hannover, sondern in den USA. Dort war die hochpräzise Lasertechnik des Danzmann-Teams in zwei große LIGO-Detektoren eingesetzt worden und dort wurde am 14. September 2015 auch das erste Signal empfangen. Diese erste registrierte Gravitationswelle haben Sie, Herr Professor Danzmann, dann in den Messungen der LIGO-Detektoren aufgespürt. Eine neue Strahlung zu messen, das sei, als habe man das erste Mal Licht gesehen, so hat einer Ihrer Hamburger Physikerkollegen mir die Bedeutung dieses Nachweises beschrieben. Was der Nachweis von Gravitationswellen einmal für unser naturwissenschaftliches Weltbild bedeuten wird, lässt sich heute noch nicht sagen. Aber dass er unser Bild vom Universum und von der Entstehung der Welt verändern wird, das ist sehr wahrscheinlich. Die Gravitationswellen werden es möglich machen, in den bislang unzugänglichen Teil des Universums zu blicken. Und je weiter wir ins Universum schauen, desto weiter schauen wir auch in die Vergangenheit des Alls. Deshalb ist die Hoffnung nicht ganz unberechtigt, durch Ihre Forschung, Herr Professor Danzmann, Aufschluss nicht nur über die Entstehung schwarzer Löcher, sondern vielleicht auch über die Entstehung der Welt zu erhalten.
Wir in Hamburg sind jedenfalls gespannt auf das, was im Zuge Ihrer Forschung noch zutage treten wird. Wir wünschen Ihnen sehr, dass sich Ihre Hoffnungen erfüllen mögen, dass die Pläne für einen Weltraumdetektor klappen und eines Tages vielleicht sogar Gravitationswellen aus der Zeit direkt nach dem Urknall empfangen werden. Zunächst aber geht es darum, weitere Ereignisse nachzuweisen, die Gravitationswellen aussenden. Dafür muss die Nachweistechnik weiter präzisiert werden und an der Verfeinerung der Nachweisdetektoren hängt dann alles. Deshalb wollen Sie das Preisgeld für diese Aufgabe verwenden. Meine Damen und Herren, Professor Carsten Danzmann und sein Team haben Weltbewegendes geleistet. Aber die Entdeckung der Gravitationswellen ist auch ein Beispiel dafür, dass Forschungsvorhaben dieses Formats am besten im Verbund mit internationalen Partnern zu realisieren sind. Das Albert-Einstein-Institut mit seinem Detektor GEO 600 ist Teil der LIGO-Kollaboration, in der mehr als 1.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammenarbeiten. Der europäische Virgo-Detektor nimmt ebenfalls an der Suche nach den Gravitationswellen teil. Man könnte sagen, in der Forschung zeigt die Globalisierung ihre konstruktive Seite. Der Körberpreis für die europäische Wissenschaft wurde in einer Zeit erstmals verliehen, als Europa noch geteilt war und wissenschaftliche Kooperation durch Ländergrenzen und politische Blöcke erschwert und verhindert wurden. Das ist heute mehr oder weniger anders. Die Europäische Union ist ein starker Forschungsraum, in dem der Arbeitsmarkt allen Forscherinnen und Forschern offen steht. Wissenschaftlicher Austausch und die Integration der verschiedenen Wissenschaftssysteme werden gezielt gefördert und Kooperationen unterstützt. Am European X-Well, den wir vor einer Woche in Hamburg und Schenefeld in Betrieb genommen und groß gefeiert haben, sind zum Beispiel 11 Länder beteiligt, darunter auch Russland. An der Universität Hamburg und auf dem Forschungscampus in Hamburg-Bahrenfeld tut sich viel. Allein in diesem Sommer haben wir 2 neue Institute eröffnet und den Grundstein für einen Neubau für das Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie gelegt. Die Infrastruktur des DESI entwickelt sich ebenfalls ständig weiter und steht für hochsensible Messungen zur Verfügung. Wir freuen uns in Hamburg sehr darüber, wie die Körperstiftung die Wissenschaft in unserer Stadt unterstützt, übrigens auch den jugendlichen Nachwuchs. Seit diesem Sommer kann dieser an unserem neuen Schulder-Forschungszentrum selbst Experimente durchführen. Eine Wissensmetropole wie Hamburg muss früh ansetzen. Es ist wichtig, dass wir Mädchen und Jungen für die MINT-Fächer begeistern und den Forscherdrang schon in Kita und Schule fördern. Danke an die Körberstiftung für ihre tatkräftige Unterstützung auch auf diesem Feld. Spitzenforschung braucht eine breite gesellschaftliche Grundlage, um auf Dauer erfolgreich zu sein. Der Körberpreis für die europäische Wissenschaft hat sich international einen ausgezeichneten Ruf erworben. Die Auswahl der Preisträger ist exzellent. Auch in diesem Jahr ehren wir einen Wissenschaftler, dessen Forschung das Potenzial für einen Nobelpreis hat. Sehr geehrter Herr Professor Danzmann, solange es Menschen gibt, werden Sie zu den Sternen schauen. Durch Ihre Forschung nun weiter als je zuvor. Ich gratuliere Ihnen herzlich zum Körberpreis für die europäische Wissenschaft und für Ihre Arbeit und Sie alles Gute. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, lieber Herr Scholz, sehr geehrte Vizepräsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft Duden, sehr geehrte Vertreter des Konsularkorps, sehr geehrter Preisträger, lieber Herr Professor Danzmann, sehr geehrte Gremienmitglieder des Körberpreises, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie ebenfalls herzlich willkommen zur Verleihung des Körberpreises für die Europäische Wissenschaft 2017. Gestatten Sie mir zunächst einen kleinen Rückgriff auf den Beginn der Veranstaltung, musikalisch umrahmt wird unser Festakt von Marcel Johannes Kitz am Cello und Marie-Rosa Günther am Klavier. Beide sind Preisträger und Stipendiaten der Deutschen Stiftung Musikleben, mit der wir seit langem freundschaftlich zusammenarbeiten. Sie werden sie beide am Ende der Veranstaltung noch einmal erleben. Meine Damen und Herren, wenn wir heute den neuen Körperpreisträger Carsten Danzmann hier im
wunderbaren großen Festsaal des Hamburger Rathauses würdigen. Dann mischen sich dabei Faszination für das nahezu Unverständliche und Bewunderung für einen Menschen, der in die Reihe der großen Entdecker und Erfinder gehört. Wir spüren, dass wir an etwas Besonderem teilhaben und eine außerordentliche intellektuelle Kraft erleben. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Sternstunde der Wissenschaft. Wenn wir allerdings das Rathaus verlassen und den Blick weiten, dann wandelt sich das Bild, dann ist wenig Raum für Feierstunden, denn die Wissenschaft ist weltweit unter Druck geraten. Hier in Hamburg haben wir vor wenigen Wochen ein Treffen von Universitätspräsidenten aus aller Welt abgehalten. Dabei wurde sehr deutlich, dass die akademische Freiheit vielerorts an Bedeutung verliert oder sogar gezielt beschnitten wird. Anders als noch vor wenigen Jahren ist diese Entwicklung nicht mehr auf irgendwelche autoritären Regime am Ende der Welt beschränkt. Beispiele finden wir mittlerweile auch in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. In der Türkei werden unliebsame Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler massenhaft entlassen. Das Hochschulsystem wird nach Staatsräson umgebaut. In Ungarn droht der Central European University die Schließung, weil sie dem Staatschef nicht ins Konzept passt. Der Präsident dieser Hochschule, Michael Ignatieff, beschrieb anlässlich einer Rede hier in Hamburg die Situation mit deutlichen Worten. Erst attackieren sie die Presse, dann die Gerichte, dann die Universitäten. Wenn hier der Einwand noch greifen mag, dass Ungarn und die Türkei nicht gerade die Taktgeber der modernen Wissenschaft sind, wird es beim Blick auf unsere engeren Verbündeten nicht besser. Großbritannien hat sich im vergangenen Jahr nicht nur für den Brexit entschieden. In dieser großen Forschungsnation wird nun auch offen darüber nachgedacht, nur noch solche Forschungsvorhaben staatlich zu unterstützen, die einen unmittelbaren finanziellen und ökonomischen Nutzen haben. Das wäre ein Abrücken vom Grundkonsens der Europäer über die Unerlässlichkeit von Grundlagenforschung und es würde Durchbrüche wie den von Carsten Danzmann erschweren oder vielleicht sogar unmöglich machen. Und ich kann es Ihnen nicht ersparen, in dieses Bild passen natürlich auch die Entwicklungen in den Vereinigten Staaten. Jenseits des Atlantiks spricht man ganz ungeniert von alternativen Fakten, wo es auch um aus der Luft gegriffene Behauptungen ohne empirische Belege geht. Wichtig ist nur noch, was ins eigene Weltbild passt. Da gibt es einmal in der Wissenschaft einen wirklich selten anzutreffenden und geradezu unwahrscheinlichen Konsens wie in der Klimaforschung, der sogar, und das ist eine echte Leistung, von fast allen Regierungen der Welt auf Klimagipfeln als Grundlage dafür anerkannt wird, zu handeln. Und dann dies, der Präsident der Vereinigten Staaten schert aus diesem Abkommen aus und streicht die Mittel für die entsprechende Forschung zusammen. Wissenschaftsfeindlichkeit ist eben nicht nur ein Problem rückständiger Ideologien. Sie taucht überall dort auf, wo Ignoranz und Macht eine unheilvolle Allianz eingehen. Wie gut, dass wir in Deutschland sind und hier im Hamburger Rathaus Einigkeit herrscht, könnte man denken. Und in der Tat wäre es übertrieben, in Deutschland von einer Legitimationskrise der Wissenschaften zu sprechen. Aber Vorsicht, auch bei uns werden Erkenntnisse gerne in Zweifel gezogen, wenn sie unbequem sind. In einer repräsentativen Erhebung im letzten Jahr stimmten 38% der Befragten der Aussage zu, die Menschen vertrauten zu sehr der Wissenschaft und zu wenig ihren Gefühlen. Nur 32% lehnten diese Aussage explizit ab. Und wie wir seit einigen Monaten wissen, kann auch mitten in Deutschland die Forschung instrumentalisiert werden. Wenn etwa Autoingenieure, aufgeheißt von Managern, für raffinierte technische Betrugsmanöver eingesetzt werden, dann schadet das nicht nur dem Wirtschaftsstandort Deutschland, es schadet natürlich mindestens genauso dem Ruf unseres Landes, das Dorado für qualitätsbewusste Tüftler und Problemlöser zu sein. Immerhin kommen die allermeisten ausländischen Studierenden deshalb nach Deutschland, weil uns dieser Ruf in der ganzen Welt vorauseilt. Wissenschaft und Bildung sind die einzigen Rohstoffe, über die wir in Deutschland unbegrenzt verfügen. Die Basis unserer ökonomischen Erfolge und unserer Innovationen
sind ganz maßgeblich unseren weltweiten Vergleich guten Universitäten und Forschungseinrichtungen. Setzen wir uns dafür ein, dass das so bleibt? Man kann und darf über die Ergebnisse von Wissenschaft streiten, aber man darf sie weder verhindern noch ignorieren. In Richtung Politik und Medien geben wir den Wissenschaften die Bedeutung, die ihr zusteht. Sie ist nicht schmückendes Beiwerk, sondern der Schlüssel für die Gestaltung unserer Zukunft. Am letzten Sonntag haben sich die Kanzlerin und der Herausforderer ein TV-Duell vor der Bundestagswahl geliefert. Viele von Ihnen werden die Sendung angesehen haben. Erinnern Sie sich, wie viele Fragen, und definieren wir den Bereich ruhig großzügig, zu Bildung und Wissenschaft gestellt wurden und wie viele Redeminuten auf dieses zentrale Zukunftsthema verwendet wurden? Die Antwort steht noch aus, aber ich sehe, Sie haben sich die Sendung angesehen. Es waren genau 0 Fragen und 0 Minuten Redezeit. Wenn wir an der Weltspitze der Innovation bleiben wollen, dann ist das zu wenig. In Richtung Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Mehr Kommunikation ist auch von den Wissenschaften gefordert. Es mag früher ausgereicht haben, im Kreis von Kollegen und Spezialisten zu einer Forschungsfrage Rede und Antwort zu stehen. Heute geht das nicht mehr. Wissenschaft ist, gerade wenn es um Naturwissenschaft und Technik geht, teuer. Manchmal sogar extrem teuer. Wir, die Steuerzahler, haben einen Anspruch darauf zu erfahren, warum dieses Geld wohin fließt. Dialog und Transparenz sind die Grundlagen von Vertrauen. Reden wir also mehr über das, was in der Wissenschaft geschieht und warum es geschieht. Damit schließt sich der Kreis und wir sind wieder hier zurück im schönen Hamburger Rathaus bei der Preisverleihung an Professor Danzmann. Denn dieses ist ja selbst eine Lehrstunde in Sachen Vermittlung komplexer wissenschaftlicher Sachverhalte. Ich bin sicher, Sie alle werden das Rathaus in etwa einer Stunde mit Gewinn verlassen. Kein geringerer als Albert Einstein hat 1915 die Existenz der Gravitationswellen theoretisch behauptet, aber gleichzeitig gesagt, dass man sie wohl nie wird nachweisen können. Es braucht schon sehr viel Mut, sich gegen Einstein und den Mainstream der eigenen Wissenschaft zu stellen. Unser Preisträger hat das in einem Gespräch einmal so zusammengefasst: Die Arbeit des Gravitationswellenphysikers ist eigentlich nichts anderes als der jahrzehntelange und schier aussichtslose Kampf gegen das Rauschen, in der Hoffnung, diesem eines Tages doch ein Signal abzutrotzen. Das ist der Teil der Persönlichkeit von Professor Danzmann, der mit Ausdauer und mit Zuversicht zu tun hat. Der andere Teil ist die wissenschaftliche und in diesem Fall die technische Meisterschaft. Hätte der Preisträger nicht die entscheidenden Impulse zur Verfeinerung der Methodik und der Messinstrumente gegeben, wäre das Universum auf dem Gravitationskanal auch heute noch stumm. Dass dem nicht so ist, verdanken wir seiner Arbeit. Er hat, wie es der Bürgermeister eben schon gesagt hat, ein neues Fenster zum Kosmos geöffnet. Herzlichen Dank dafür und herzlichen Glückwunsch zum Körperpreis für die europäischen Wissenschaften 2017, lieber Herr Professor Danzmann. Meine Damen und Herren, Hamburg ist bekanntermaßen das Tor zur Welt. Was Handel und Wandel angeht, ist die Stadt diesem Ruf seit vielen Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten, gerecht geworden. Wir freuen uns sehr darüber, dass dieses Tor sich nun auch mehr und mehr für die Wissenschaft öffnet. Wir selbst sind mit dem Körperpreis Nutznießer dieser Entwicklung. Die Bürgerschaft hat zu Beginn des Jahres ein Ersuchen beschlossen, das die Bedeutung des Preises für die Stadt würdigt und dazu auffordert, ihn für das Renommee des Wissenschaftsstandortes Hamburg noch stärker einzusetzen. Ich nutze die Gelegenheit gern, mich dafür zu bedanken und ich möchte auf einen konkreten Effekt hinweisen, den diese Entscheidung schon heute hat.
Erstmals wird dank der Unterstützung der Wissenschaftsbehörde die Preisverleihung live aus dem Rathaus gestreamt und ist somit weltweit im Internet zu verfolgen. Ein neues digitales Tor zur Welt. Bedeutung und Renommee eines Wissenschaftsprojektes wachsen mit der Zeit und sie sind eine Gemeinschaftsleistung. Das gilt natürlich auch für den Körperpreis. Dass wir als Stiftung hier so gänzlich unbesorgt sein und jedes Jahr aufs Neue auf eine so seriöse und innovative Wahl vertrauen dürfen, verdanken wir denjenigen, die sich in unseren Search-Committees, im Kuratorium des Preises und als Gutachter in aller Welt selbstlos in den Dienst der Sache stellen. Auch Ihnen allen einen herzlichen Dank für dieses Engagement. Seit einigen Jahren wissen wir eine weitere Person an unserer Seite, die nicht nur ein brillanter und begeisterter Vermittler komplexer wissenschaftlicher Sachverhalte ist, sondern auch ein unermüdlicher Streiter für die Sache der Wissenschaft selbst. Wer jüngst sein Engagement beim March for Science verfolgt hat, weiß, dass auch ihn der zunehmend rüde und ausgrenzende Umgang mit der Wissenschaft weltweit umtreibt. Herzlich willkommen, Ranga Yogeshwar. Mein besonderer Dank gilt schließlich Ihnen, verehrter Herr Bürgermeister, für die seit mittlerweile 33 Jahren ununterbrochen gewährte Gastfreundschaft hier im Hamburger Rathaus, immer am Tag des Geburtstags unseres Stifters, der heute 108 Jahre alt geworden wäre. Lieber Herr Scholz, liebe Frau Staatsrätin Gümbel, herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu dem, auf das Sie alle warten. Wir kommen zum Herzstück und zum Höhepunkt dieser Veranstaltung. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und überlasse Herrn Yogeshwar und Herrn Danzmann jetzt sehr gerne die Bühne. Vielen Dank, Herr Dittmar. Vielen Dank vielleicht auch mal ganz direkt und ehrlich, weil zumindest mir haben Sie in einigen Punkten wirklich aus der Seele gesprochen. Ich glaube, in heutigen Zeiten muss man manchmal engagiert ein Plädoyer für Wissenschaft halten. Danke. Wenn Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, den Körperpreis für die europäische Wissenschaft kennen, wissen Sie, man bereitet sich akribisch vor, es ist sehr sorgfältig, die Suche und so weiter. Aber ich muss sagen, in diesem Jahr geht mir diese Vorbereitung ein bisschen zu weit. Wissen Sie, vor 1,3 Milliarden Jahren begann diese Vorbereitung. Herr Scholz, damals gab es noch kein Hamburg, die Erde war noch, ja, das Wetter war schlechter als heute. Und vor 1,3 Milliarden Jahren fusionieren zwei große schwarze Löcher, erzeugen Gravitationswellen, die bewegen sich, die Erde wird immer netter, Hamburg kommt irgendwann und irgendwann werden Gravitationswellen postuliert und dann kommt ein kluges Team, geleitet von einem sehr klugen Mann, der sagt, wenn wir die Technik so und so optimieren, können wir sie registrieren. Sie werden registriert, in der Folge dürfen wir ihn heute hier begrüßen. Also wenn das keine lange Vorbereitung ist, weiß ich auch nichts. Herzlich willkommen, Carsten Danzmann. Bevor ich jetzt die wirklich große Freude habe, und ich unterstreiche das dreimal, weil im Laufe meiner Karriere ich oft auch mit seiner Arbeit, mit ihm zu tun hatte, ich war letztes Jahr ein bisschen sauer, weil ich sehr viel Rotwein verloren habe, weil ich auf den Nobelpreis gewettet habe. Aber merken Sie sich, 3. Oktober, dieses Jahr klappt es. Bevor ich die große Freude habe, mit ihm darüber zu reden, haben wir wie jedes Jahr einen kurzen Film, der Ihnen den Preisträger und seine Forschung vorstellt. Und danach diskutieren wir. Und dazu sage ich jetzt Mats ab. Ein schwarzes Loch.
wie wir es uns vorstellen. Wirklich gesehen hat diese kosmische Erscheinung noch niemand. Die Objekte in den Weiten des Universums auf ganz besondere Weise zu erforschen, hat sich dieser Mann zur Aufgabe gemacht. Ich bin Carsten Danzmann, ich bin Physiker und möchte das Universum hören. Deshalb detektiere ich Gravitationswellen. Auf der Erde und bald auch im Weltall. Seine Forschungsobjekte, die Gravitationswellen, sind ein fester Bestandteil des Kosmos. Die stärksten dieser Wellen entstehen durch eine Supernova, die Explosion eines Sterns oder etwa die Verschmelzung von schwarzen Löchern. Als eine Art Schwerkraftsignal verursachen Gravitationswellen Stauchungen und Streckungen von Abständen der Zeit, des Raumes und seiner Objekte, wie etwa unserer Erde. Soweit das Prinzip. In Wirklichkeit sind die durch Gravitationswellen ausgelösten Raumzeitänderungen unsichtbar und spielen sich auf der Größenskala eines Atoms ab. Die wirklich messbare Auslenkung beträgt nur rund ein Tausendstel des Durchmessers eines Wasserstoffkerns. Deshalb erforscht Carsten Danzmann Gravitationswellen nicht etwa mit Teleskopen. Seine Messinstrumente liegen unter der Erde. In diesen Metallröhren laufen Laserstrahlen. Sie dienen dem Team als eine Art Maßband zur Messung der Gravitationswellen. Dieses sogenannte Laserinterferometer ist ein raumeinnehmendes Präzisionsinstrument. Je länger die Laserstrecke, umso genauer das Messergebnis. Zudem muss das Interferometer vor jeglichen Erschütterungen geschützt werden, denn der Messbereich liegt schließlich im winzigen Atommaßstab. Und wie sieht's aus? Das gilt selbst für jene Wellen eines kosmischen Großereignisses, an dem im Jahr 2015 erstmals eine Gravitationswelle gemessen wurde. Ausgelöst durch zwei schwarze Löcher vor unfassbar langer Zeit. Für den Gravitationsphysiker Carsten Danzmann sollte dies der größte Moment seiner bisherigen Forschungsarbeit werden. Vor 1,3 Milliarden Jahren sind da draußen im Universum zwei schwarze Löcher miteinander verschmolzen. Nachdem sie Millionen von Jahren umeinander gekreist waren. Dann kreisten sie immer schneller, strahlten Gravitationswellen ab, rührten sich schließlich, machten ein lautes Plopp. Und dann war alles vorbei. Sie müssen sich das vorstellen. Nachdem diese Welle 1,3 Milliarden Jahre durchs Universum gelaufen war, 1,3 Milliarden Jahre, und erreicht uns just an dem Tag, an dem wir zum ersten Mal in der Lage waren, sie einzufangen. Manchmal muss man einfach Glück haben im Leben. Am LIGO, dem Verbund von zwei Interferometern an Standorten in den USA, wurde diese Gravitationswelle gemessen. Die Grundlagen für die enorme Messpräzision der kilometerlangen Lasertunnel von LIGO ist auch ein Verdienst des Teams von Carsten Danzmann. Nach Jahren des Wartens ging hier die Gravitationswelle aus dem Rendezvous der beiden schwarzen Löcher ein. Wissenschaftlich eine Sensation, wenn auch für den Laien ein weniger beeindruckendes Signal. Ja, das sieht ein bisschen unscheinbar aus, wenn Sie das nur grafisch anschauen. Sie müssen es hören. Wir hören ja das Universum mit Gravitationswellen. Und diese Gravitationswellen sind in einem Frequenzbereich, wo unsere Ohren sie hören könnten, wenn sie nur Milliarden, Milliarden Mal empfindlicher wären. Also wenn Sie das Signal abspielen, das ist doch einfach gigantisch, wenn man es hört. Die wissenschaftliche Basis zur möglichen Existenz von Gravitationswellen lieferte bereits Anfang des 20. Jahrhunderts Albert Einstein. Doch bis zum Beweis, dass es diese Wellen in der Raumzeit tatsächlich gibt, vergingen viele Jahrzehnte der Ungewissheit. Carsten Danzmann und die Gravitationsphysiker unserer Tage überführten also ein weiteres Kapitel der Relativitätstheorie in die Realität. Doch damit nicht genug. Vor den Toren von Hannover liegt das Freilandlabor von Carsten Danzmann, GEO 600.
Die Laserstrecken dieses Interferometers sind 600 Meter lang, nicht 4 Kilometer wie die der amerikanischen Anlagen. Doch auch am GEO 600 können Gravitationswellen gemessen und neue Technik für zukünftige Anlagen erprobt werden, denn das Messprinzip aller Interferometer ist gleich. Es besteht aus zwei Laserstrecken, die im rechten Winkel zueinander stehen. Das Interferometer misst Abstandsänderungen der beiden Strecken. Von einer Laserquelle aus wird der Strahl aufgespalten und läuft die beiden Strecken entlang. Am Ende der Strecken trifft der Strahl auf einen Spiegel und wird zurückgeworfen. Normalerweise brauchen beide Strahlenäste gleich lang, denn der Abstand beider Spiegel ist gleich groß. Tritt eine Gravitationswelle auf, verändert sich der Abstand. Diese Abstandsänderung führt zu einem Signal, wie es etwa zum ersten Mal überhaupt die Gravitationswelle aus der Fusion der beiden schwarzen Löcher verursachte. Seither konnten mehrfach solche Fusionen schwarzer Löcher abgehört werden, um Bereiche des Kosmos zu erforschen, die mit Teleskopen und optischer Technik nicht erreichbar sind. Doch die Gravitationsphysiker um Carsten Danzmann wollen nicht nur die unsichtbare Seite des Kosmos aufspüren. Ihr grundlegendes Wissen zur Interferometrie dient auch der ganz praktischen Anwendung in einer Weltraummission. Sie besteht aus zwei Satelliten, die in einer niedrigen Erdumlaufbahn die Erde umkreisen werden. Und die messen ihren Relativabstand mit der Laserinterferometrie, wie wir sie für unsere Gravitationswellendetektoren entwickelt haben. Und was macht man damit? Man misst das Schwerefeld der Erde. Und daraus kann man den Grundwasserhaushalt der Erde ableiten. Denn wenn das Grundwasser in der Erde sich verschiebt oder ändert oder weniger wird, dann ändert sich das Schwerefeld der Erde. Und solche Satellitenmissionen sind der einzige Weg, global, orts- und zeitaufgelöst nachzumessen, was mit dem Wasserhaushalt unserer Erde passiert. Das unscheinbar wirkende Gravitationswellensignal von 2015 ist also noch mehr als ein wissenschaftlicher Meilenstein. Es ist der Startpunkt für die Entwicklung von Interferometern der nächsten Generation. Diese Anlagen, an denen die Arbeitsgruppe mitarbeitet, werden so genau sein, dass daraus eine neue Form der Astronomie entstehen wird. Gravitationswellenastronomie, die im Minutentakt Ergebnisse aus den Weiten des Universums liefert. Dies war nicht das Ende einer langen Entwicklung. Wir haben nicht Jahre und Jahre nach etwas geforscht und sagen, so, jetzt haben wir es gefunden. Nein, dies war der Anfang. Wir werden eine reiche Gravitationswellenastronomie sehen, die sich da entwickelt. Ein Wegbereiter für den Beweis großer Theorien und für ein neues Forschungsfeld. Carsten Danzmann. So, und jetzt, meine Damen und Herren, bin ich froh, ihn zu begrüßen. Körperpreisträger für die europäische Wissenschaft. Ich freue mich total. Ich auch. Sie haben den Film heute zum ersten Mal gesehen. Ja, ich bin ja ganz gerührt. Was soll ich jetzt sagen? Schön gemacht. War ich das? Ja, ja? Das sind Sie. Und ich will mal direkt eintauchen zuerst in etwas, was vielleicht der ein oder andere ein bisschen in Ansätzen verstanden hat, aber was man vielleicht noch einmal genau erklären muss. Wir reden hier von einem Phänomen, Gravitationswellen, das vor über 100 Jahren theoretisch vorhergesagt wurde. Wenn man einem Laien das erklärt, also wir kennen natürlich alle die anderen Wellen, also elektromagnetische Wellen, wie machen Sie das? Sie haben viel Routine in der Art. Eigentlich ist die allgemeine Relativitätstheorie ganz einfach. So. Habe ich mir gedacht. Ja, ja. Naja, wir machen das jetzt in 10 Sekunden. Einstein hat uns die Schwerkraft anders erklärt. Einstein wusste, dass alle Dinge an der gleichen Stelle des Raumes gleich schnell fallen, egal woraus sie bestehen. Und da kam er auf die Idee, dass die Schwerkraft gar keine Kraft ist, sondern eine Eigenschaft des Raumes, denn sie scheint ja nur davon abzuhängen, wo wir uns befinden. Das ist der Gegenstand der allgemeinen Relativität. Und der Kernpunkt ist, wir müssen bereit sein zu akzeptieren, dass der Raum krumm sein kann. Das ist das Schwierigste daran. Vorstellen können wir uns das auch nicht.
Jedenfalls nicht in vier Dimensionen. Auch mit drei Dimensionen haben die meisten ja schon ihre Probleme. Aber in zweien geht es. Also man stelle sich vor, der Raum sei eine Ebene und dann legen wir etwas hinein, die Erde zum Beispiel, und die macht dann eine Delle in den Raum. Und jetzt kommt der nächste Körper dazu. Alles andere im Raum bewegt sich dann in diesem gekrümmten Raum auf die einfachstmögliche Art und Weise, nämlich geradeaus. Wobei geradeaus in einem krummen Raum auch um die Ecke rum sein kann. Also legen wir den Mond da rein, geben ihm einen kleinen Kick und dann rollt der Mond in dieser Delle in der Raumzeit immer um die Erde herum. Früher hätte man gedacht, die Erde zieht ihn an. Dabei weiß der Mond gar nichts davon. Der weiß nur, dass lokal der Raum krumm ist und geradeaus in die Richtung weitergeht. Das ist genau wie eine Roulettekugel, die immer drumherum läuft und gar nichts vom Roulette weiß. Sie folgt nur der lokalen Raumzeitkrümmung. Das ist der Anfang der Relativ. War doch ganz einfach. Ja. So. Und wenn die Dinge sich jetzt bewegen, dann wackelt diese Delle ein klein wenig. Und diese Dellen in der Raumzeit breiten sich dann aus. Und das sind Gravitationswellen. Das Schöne daran ist, das funktioniert fast genauso wie der Schall. Beim Schall haben wir irgendwo eine Quelle, die macht ein Geräusch. Das quetscht und dehnt die Luft. Diese Quetschungen und Dehnungen der Luft breiten sich aus, erreichen unser Ohr, werden durch einen komplizierten Mechanismus in elektrische Signale umgewandelt und unser Gehirn hört dann Töne. Mhm. Genauso ist das mit Gravitationswellen. Nur, dass nicht die Luft gequetscht und gedehnt wird, sondern der Raum. So einfach Sie es und wunderbar Sie es erklärt haben, die große Herausforderung war, man hat viele andere Wellentypen, ich sag mal elektromagnetische Wellen, die einfach sind, die die Basis sind dafür, dass die Menschen hinten uns hören, weil wir ein Mikrofon haben, also im Bereich der Gravitationswellen ist nun die große Herausforderung gewesen, wir haben es mehrfach gehört, sie wurden vorhergesagt, aber der Effekt ist so winzig, dass er extrem schwer nachzuweisen ist. Ich frage Sie einfach selber, ich meine, Sie haben Physik studiert, wann kam so die Entscheidung, wo Sie gesagt haben, oh, ich gehe in dieses Feld? Die Entscheidung habe ich eigentlich gar nicht getroffen. Die Entscheidung haben andere für mich getroffen. Okay. Ich habe immer exotische Dinge getan in der Physik und damals, Ende der 80er Jahre, habe ich Laserspektroskopie am Positronium gemacht. Da können wir uns auch drüber unterhalten, ist auch ein schönes Thema. Und habe einen Vortrag gehalten in Bretton Woods, an der Ostküste der USA, auf einer Laserspektroskopie-Konferenz. Und im Zuschauerraum saß Herbert Walter, der leider viel zu früh verstorbene Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft. Und er kam nach meinem Vortrag zu mir und sagte, Herr Danzmann, Sie kommen nach München und machen jetzt Gravitationswellen. Und Sie sind ihm gefolgt. Und wenn man Herrn Walter kennt, dann weiß man, wenn er das so sagt, dann meint er das auch so. Das war in welchem Jahr? 89. So. 1989. Und jetzt muss man sich klar machen, Gravitationswellen oder der Nachweis der Gravitationswellen ist eine Disziplin gewesen, bei der man extrem langen Atem haben muss. Das ist natürlich toll, wenn man sie irgendwann entdeckt, aber wenn man sich das mal klar macht, wir haben im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, ich kenne ganz wenige Bereiche, wo Wissenschaftler wirklich ein Leben lang arbeiteten, um am Ende in Ihrem Fall tatsächlich erfolgreich zu sagen, okay, es hat sich gelohnt. Wie lange war das, die Forschung? Ewig. Mein ganzes Leben. Das ist schon so. Das Problem dabei ist, dass ich keine Geduld habe. Ich bin ein völlig ungeduldiger Mensch. Ich hasse es, im Stau zu stehen. Ich stehe in keiner Schlange. Ich kann nicht auf irgendetwas warten. Aber Geduld ist es nicht, die man braucht in unserem Geschäft. Mein Kollege Albrecht Rüdiger hat mal gesagt, in unserem Geschäft ist es nicht Geduld, die man braucht, sondern ein langes Leben. Und da ist was dran. Er hat mir im Vorgespräch gesagt, er möchte 120 werden. Bei bester Gesundheit. Bei bester Gesundheit. Also, da gibt's noch gesunder einen. Lebenswandel, kein Stress, viel Schlaf, dann wird das schon. Aber jetzt gucken wir uns noch einmal das Prinzip an und das Prinzip, wir haben es im Film gesehen, heißt, man baut einen Detektor und durch die Überlagerung von Laserstrahlen kann man ganz feine Längenänderungen registrieren. Nun ist so die erste Frage, Sie haben angefangen, Sie haben in Hannover einen Detektor gebaut, der 600 Meter, also zwei Strahlengänge, 600 Meter am Ende in den Spiegel, es kommt zurück und dann wird es überlagert. Das ist schon eine große Maschine. Entdeckt wurde es jetzt mit noch größeren 4 Kilometer Armlänge.
Wie sicher kann man sich sein, dass man überhaupt weiß, das sind Gravitationswellen? Woher weiß man, woher hat man diese Sicherheit? Also zum einen, wir hätten auch gerne größer gebaut, kann ich gleich dazu sagen, aber da können wir separat nochmal drüber sprechen. Woher weiß man, was das ist, was man da gehört hat? Das ist wie beim Hören. Wenn ich ein Symphonieorchester höre, dann kann ich auch die Trommel von der Piccoloflöte unterscheiden, weil ich weiß, wie die sich anhören. Wir sind heute in der Lage, die Einsteinschen Feldgleichungen zu lösen, und zwar inzwischen mit Supercomputern, numerisch, ohne jede Näherung. Und wir können solche Quellen simulieren. Wir können ausrechnen, wie solche Signale sich anhören. Wir wissen also, wie sich das anhören müsste, was wir da hören. Und tatsächlich braucht man noch nicht mal Supercomputer. Das kann man mit einfachsten Gleichungen sich ableiten, wenn man nur so ungefähr wissen will, wie sich das wohl anhört, wenn zwei kompakte Objekte umeinander kreisen und am Ende miteinander verschmelzen. Das wussten wir seit einem halben Jahrhundert, dass sich das ungefähr so anhören müsste wie hier. Der Teufel steckt dann im Detail und das können wir heute auch sehr gut. Da haben wir den Vorteil, dass wir bei uns im Institut das alles unter einem Dach haben. Das heißt, Sie haben eine Vorstellung, Sie simulieren es, Sie wissen, wie das Signal aussieht und dann nehmen Sie sozusagen diese Schablone und fangen jetzt an zu gucken, in den Messergebnissen sieht etwas so ähnlich aus und wenn es so aussieht, dann ist es das und das. So ein bisschen wie wir das tun, wir wissen, wie eine Flöte klingt, wir hören viel, eigentlich akustische Wellen und überlagern sozusagen irgendwann, das ist ein Piccolo. Ja. Und das ist das Schöne, dass wir bei uns im Institut meinen Kollegen Bruce Allen haben, der den größten Computercluster weltweit betreibt zur Datenanalyse von Gravitationswellen, und meine Kollegin Alessandra Buonanno, die Expertin darin ist, genau diese Wellenformen auszurechnen und uns sagt, wie sich das anhören müsste. Jetzt ist es so, also die Strategie ist klar, Sie haben den Apparat nicht nur in Hannover, aber dann aufgrund Ihrer Forschungen, Erkenntnisse, Verbesserungen auch bei den anderen Detektoren, LIGO, die beiden in den USA, verbessert. Aber jetzt stelle ich mir vor, das macht man ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre. So nach sieben Jahren, wie war das, wenn Sie auf eine Party gingen oder zu Freunden und die fragen manchmal, ja, was machen Sie? Ja, ich suche nach Gravitationswellen. War das ziemlich frustrierend, weil die unter alle sagen, okay, mein Mann sucht seit zehn Jahren nach Gravitationswellen. Er hat sie noch nicht gefunden, also. Naja gut, dann kommt auch schon so die Frage, ach, suchst du immer noch nach Gravitationswellen? Ja, und wann findet er sie? Bald. Aber ich frage mal, weil das ist eine Eigenschaft und das ist ja wirklich das Phänomenale. Ich meine, auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen humorvoll klingt, aber sich klar zu machen, dass in der Grundlagenforschung man eine klare Vorstellung hat und über einen so langen Zeitraum beharrlich dranbleibt, die Dinge verbessert, bis man erfolgreich ist. Was ist die Eigenschaft, die man dazu braucht? Eine sicherlich das Geld, ich werde gleich mit Herrn Strattmann darüber sprechen, wie Max Planck eigentlich lange das unterstützt hat, aber was braucht man noch? Hartnäckigkeit. Man braucht Hartnäckigkeit. Ich bin nicht geduldig, aber ich bin hartnäckig. Ich kann es aussitzen. Natürlich gibt es Momente, wo man schon sich fragt, was mache ich da eigentlich? So, nicht nach sieben Jahren, das ist ja noch ganz am Anfang. Es sind jetzt, wie lange bin ich jetzt dabei? 28 Jahre. Es gab einige Ihrer Kolleginnen, die über 100 Jahre alt werden mussten, oder noch gerade zu erfahren. Nein, das ist wirklich eine schöne Geschichte, die muss ich noch mal erzählen. Das war mein Vorgänger in der Max-Planck-Gesellschaft, Heinz Billing. Einer der Pioniere der experimentellen Gravitationswellenforschung. Vor einem halben Jahrhundert hat er damit angefangen. Und hat mir vor 27 Jahren seinen Job übergeben und hat mir gesagt, Herr Danzmann, eins will ich Ihnen sagen. Ich bleibe so lange am Leben, bis Sie diese Wellen gefunden haben. Ich glaube, er hatte sich nicht vorgestellt, dass er 102 werden musste, um das zu erleben. Aber er hat es erlebt. Und wenige Monate später ist er gestorben. Jetzt ist, glaube ich, etwas ganz wichtig mit der Entdeckung und dem Nachweis, dem direkten Nachweis der Gravitationswellen, sind ein paar Sachen klar geworden. Also das eine ist, Sie haben damit auch den direkten Beleg für die Existenz von schwarzen Löchern.
Also vorher hat man spekuliert, man hatte indirekte Hinweise, ja. Sie können das direkt sehen. Der zweite Schritt ist, Sie öffnen nun das Fenster und gucken in ein Universum, wo, wenn man ganz ehrlich ist, der meiste Teil der Materie eigentlich überhaupt noch nicht verstanden ist. Was ist so Ihre Erwartung in der Zukunft? Was wird da passieren? Es wird so sein wie immer in der Astronomie. Immer, wenn man auch nur eine neue Wellenlänge der Beobachtung zugänglich gemacht hat, dann war das, was man detektiert hat, etwas ganz anderes als das, was man erwartet hat. Das ist hier schon genauso. Schwarze Löcher sind ja, wie der Name sagt, schwarz. Sie emittieren also keine elektromagnetische Strahlung. Man kann sie nur indirekt finden mit elektromagnetischer Strahlung, weil nämlich die Dinge, die da hineinfallen in die schwarzen Löcher, sich aufheizen und dann Röntgenstrahlung aussenden. Also für den Laien muss man vielleicht sagen, schwarze Löcher haben eine so große Masse, dass die Krümmung des Raumes so groß ist, dass nicht einmal Licht rausfindet. Genau. Also deswegen, es sind ganz massereiche Objekte. Genau. Und alles, was wir bisher über schwarze Löcher wussten, haben wir indirekt abgeleitet. Und so waren denn alle schwarzen Löcher, die man bisher vermutet hat, leichter als 15 Sonnenmassen. Und das muss auch so sein, denn nach herkömmlicher Sternentwicklungstheorie fällt ein Stern, der so schwer ist, dass er ein größeres schwarzes Loch machen könnte, nicht einfach in sich zusammen, sondern der explodiert erst und bläst seine gesamte Materie hinaus in den Raum. Alle schwarzen Löcher, die wir jetzt dauernd finden, sind weitaus schwerer als 15 Sonnenmassen. Die hatte keiner im Plan. Die hätte es eigentlich gar nicht geben dürfen. Also das ist wieder ein Beispiel dafür, dass das, was wir detektieren, etwas ganz anderes ist, als das, was wir vermutet haben. Und das wird so weitergehen. Wir haben ja nicht nur ein paar Monate Daten, sondern wir haben jetzt wieder fast ein Jahr lang Daten aufgenommen. Und nein, ich kann Ihnen noch nicht sagen, was da drin ist, aber es wird bald veröffentlicht und wir können uns freuen. Aber wir können vielleicht schon mal sagen, es gab dieses erste Signal, also dieses besondere Signal, was wir auch im Video gesehen haben. Wie war dieser Moment? Das war Ende 2015. Was ist dann passiert, bis man offiziell im Jahr 2016, also das ist schon eine lange Zeit, dann die große Pressekonferenz in Washington machte und sagte, okay, wir sind uns ziemlich sicher, dass. Was war da am Anfang war der Unglaube. Der Unglaube. Jawohl, genau so. Keiner von uns hat das geglaubt. Das ist nicht so, wenn man ein Vierteljahrhundert lang nach irgendwas gesucht hat und dann findet man es, dass man plötzlich Heureka ruft, ich habe es gefunden. Nein. Dafür sind wir viel zu sehr skeptische Wissenschaftler und sagen, ja, ist ja interessant, lass uns mal gucken, was das wohl war. Und dann wird langsam analysiert. Und bei mir hat es, ich glaube, etwa 2 Wochen gedauert, bis ich zum ersten Mal es für möglich gehalten habe, dass da etwas Großes passiert war. Helfen das kriegt ganz langsam rein. Helfen Sie mir in einem Punkt, ich war am LIGO-Detektor vor Ort in Livingston und ich habe die Wissenschaftler vor Ort gefragt, wie war das? Und die erzählten mir etwas, und das fand ich auch sehr spannend. Die sagten am Anfang, wir haben vermutet, da hat einer ein, ich sag mal, Signal simuliert. Also man muss sich vorstellen, die Wissenschaftler, die danach suchen, da gibt es dann wenige, und die geben sozusagen falsch, bewusst falsche Daten rein, damit der Rest des Teams auf Trab bleibt und merkt, oh, das ist eine Gravitationswelle, das ging sehr weit. Er hat mir gesagt, das war sehr verletzend. Also die waren dann überzeugt, das ist tatsächlich ein Signal bis hin zum Einreichen der Publikation. Und kurz vor Schluss hat man gesagt, stopp mal, das war nur ein Testlauf. Wie sicher konnten Sie sein, dass nicht irgendein anderer sagt, jetzt testen wir mal Carsten und sein Team? Das war genau die Vermutung am Anfang. Das haben ja alle angenommen. Es waren tatsächlich 2 Postdocs bei uns im Institut, die dieses Signal zum ersten Mal auf ihrem Bildschirm gesehen und auch gehört haben. Es lag natürlich daran, dass Amerika noch schlief um die Zeit. Es war nämlich 11.50 Uhr an einem Montagmorgen und da war es 3 Uhr und 5 Uhr morgens in Louisiana und in Washington. Da war keiner wach. Und die haben das Signal gesehen und die haben es auch nicht geglaubt. Die haben es wirklich für ein Testsignal gehalten. Haben sogar mitten in der Nacht im Kontrollraum angerufen und gefragt, habt ihr gerade ein Testsignal eingespeist? Und dann hieß es, nein, hier schlafen alle. So, und dann war die Vermutung, dass es vielleicht ein Testsignal war, was jemand vergessen hatte einzutragen.
Aber na gut, man kennt ja die üblichen Pappenheimer und geht dann rum. Es gibt ja nicht viele Leute, die das können, sowas. Und relativ bald stellte sich raus, nein, es war kein Testsignal. Kurze Zeit später fanden wir auch raus, es konnte gar keins sein, weil noch gar keine Datenaufnahme vorgesehen war zu dem Zeitpunkt. Und das heißt, die technischen Vorrichtungen, ein Signal einzuspeisen, waren noch gar nicht da. Es hätte gar nicht sein können. Aber dann trotzdem kommt die Skepsis. Es werden 100.000 Housekeeping-Kanäle aufgezeichnet, die man alle durchgehen muss, um zu gucken, dass nicht irgendeine Fehlfunktion auftritt. Also man muss sich klar, das dauert Monate. Das ist sozusagen die große Kunst. Also manchmal gibt es ein kleines Erdbeben oder ein LKW fährt. Also man sieht alles, ja. Man sieht wirklich den morgendlichen Verkehr. Auch das zeigt sich, aber durch zwei doch mehrere tausend Kilometer auseinanderliegende Detektoren kann man dann anfangen auszuschließen. Das ist die hohe Kunst bei der Suche, all die Störquellen oder mögliche Störquellen zu lokalisieren, zu interpretieren und wirklich zu sagen, das können wir alles erklären, es kann das nicht sein. Ja. Das ist alles Teil der Arbeit, aber da ist noch mehr. Es sind nicht nur zufällige Rauschquellen in der Umwelt, dass irgendwas umfällt oder der Blitz einschlägt, sondern ein Detektor rauscht. Ganz natürlich, aus fundamentalen Gründen. Und was die meisten Menschen sich nicht klar machen, ist, das Rauschen kann jede beliebige Form annehmen. Es gibt eine gewisse, winzig kleine Wahrscheinlichkeit, dass das Rauschen zufällig in dem Moment so aussieht wie das Signal. Was man wissen muss, ist, wie groß ist diese Wahrscheinlichkeit? Und das wussten wir nicht am Anfang, weil das der erste Tag war, wo die Daten da waren. Wir wussten, es hat ein Signal zu Rauschverhältnis von 24, aber das ist eigentlich riesengroß. Aber wir wussten nicht, wie oft sowas zufällig entstehen kann, durch eine Fluktuation des Rauschens. Und darum muss man warten. Man muss Daten aufnehmen, den Detektor nicht anfassen, nichts verändern am Zustand und dann sehen, wie die Statistik ist. Und wir haben veröffentlicht, als wir uns sicher waren, dass die falsche Alarmwahrscheinlichkeit kleiner als 1 in 200.000 Jahren war. Heute wissen wir mit viel mehr Daten, die war wahrscheinlich kleiner als einmal pro Alter des Universums. Also es war ein langer Weg, aber Sie haben dann diese großartige Pressekonferenz, gab es in Washington. Und in Hannover. Und in Hannover natürlich, wo die Welt dann aufwachte. Man muss sich, glaube ich, auch nochmal als Laie klar machen, das Signal, was ja hier eher so wie ein Whoop klingt, ist so viel Energie gewesen. Beschreiben Sie uns das mal. Also dieser Flash, wenn man einfach mal das vergleicht mit dem Sternenhimmel. Ja, für den Bruchteil einer Sekunde, für eine Zehntelsekunde, war dieses Ereignis 50 Mal so intensiv wie das gesamte restliche Universum zusammen. Dies war das gigantischste Ereignis, das die Menschheit jemals detektiert hat. Das war eine riesige Energie, die hier ankam. Wenn Sie sich klar machen wollen, wie viel Energie hier bei uns noch ankam, dann nehmen Sie Ihr Mobiltelefon, schalten es auf volle Sendeleistung und halten es einen Meter von Ihrem Kopf entfernt. Was dann hier an Ihrem Kopf ankommt, ist genau dieselbe Energiemenge, die von diesen schwarzen Löchern hier bei uns ankamen, die in 1,3 Milliarden Lichtjahren Entfernung standen. Das zeigt Ihnen, wie viel Energie da drin steckte. Da wurden in einer Zehntelsekunde drei Sonnenmassen verbrannt und in reine Strahlung umgewandelt. Also es war ein richtiger Flash, kann man sagen. Ja. Jetzt wurden nicht nur dieses Signal detektiert, sondern auch andere. Das ist ja auch wichtig, dass man in der Wissenschaft dann Dinge reproduzieren oder zumindest auch immer mehr Hinweise darauf bekommt. Wir blicken ein bisschen in die Zukunft. Wir haben das ja auch da schon gehört. Wo geht die Reise hin? Was sind so die nächsten Schritte? Wie ich schon sagte in dem Film, schönes Zitat, das war nicht das Ende, das war der Anfang. Wir haben ein Fenster aufgemacht, aber jetzt ist es an uns, durch die Tür hindurchzugehen. Wir wollen das ganze Universum detektieren. Man denkt immer 1,3 Milliarden Jahre, das sei weit weg. Das ist auf kosmischen Längenskalen in unserem Vorgarten. Man muss das mehr in der Lieblingseinheit der Astronomen ausdrücken, in Rotverschiebung. Das war bei einer Rotverschiebung von 0,1. Die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung, das weiteste, was wir elektromagnetisch sehen können, ist bei einer Rotverschiebung von 1000. Da ist noch viel Platz, da ist noch sehr viel da draußen und wir wollen alles. So. Ich will am Ende bis zurück zum Urknall das gesamte Universum mit Gravitationswellen hören und das wird auch klappen. Und er wird 120 Jahre alt.
Wir haben also jetzt ein neues, wenn man so will, Fenster, mit dem wir tiefer ins Universum gucken können, weil eben dieses Leuchten so intensiv ist, dass wir es auch noch aus großer oder noch größerer Distanz registrieren können. Mhm. Wird das bedeuten, dass möglicherweise genau die Gravitationswellenastronomie möglicherweise genau der Kanal ist, mit dem wir am besten verstehen, was in der Frühphase der Entstehung des Universums passierte? Ich denke schon. Nicht nur am besten, sondern es wird der einzige Kanal sein. Denn das Universum war die ersten 380.000 Jahre zu dicht und zu heiß. Mhm. Es war überhaupt nicht durchsichtig für elektromagnetische Wellen. Wir werden niemals in der Lage sein, das frühe Universum mit Licht oder irgendeiner Art von elektromagnetischen Wellen direkt zu detektieren. Aber es war immer durchsichtig für Gravitationswellen. Das ist das Schöne daran. Die werden für alle praktischen Zwecke weder absorbiert, noch gestreut, noch sonst wie verändert. Alle Gravitationswellen, die jemals erzeugt wurden in diesem Universum, sind noch da. Und sie laufen immer noch durchs gesamte Universum. Das sind die idealen Boten. Das ist einerseits gut, weil sie nicht absorbiert werden, andererseits auch schlecht, denn das macht es gerade so schwer, sie nachzuweisen, weil sie eben auch nicht mit unserem Messapparat wechselwirken. Darum hat es 100 Jahre gedauert. Demnächst wird es dann auch weltraumbasierte, große, noch natürlich sehr viel größere Gravitationswellendetektoren geben. Das Projekt LISA und so weiter. Erzählen Sie uns ein bisschen, wie soll das ablaufen? Hier auf der Erde werden wir die Entwicklung einer reichen Gravitationswellenastronomie sehen. Mit hohen Ereignisraten, nicht Ereignissen einmal pro Monat, wie wir sie im Moment haben, sondern im Minutentakt werden die Dinge reinkommen. Aber von der Erde aus werden wir immer nur die hohen Töne hören können. Einige Hertz bis einige Kilohertz. Das heißt, die kleinen, leichten Objekte draußen im Universum, die sich schnell bewegen können. Aber alles unterhalb von einem Hertz auf der Erde wird überdeckt von einem Untergrund aus normaler Newtonscher Gravitation. Alles bewegt sich. Lastwagen fahren um die Ecke, Blätter fallen von den Bäumen und das rüttelt durch Schwerkraft an den Testmassen eines Gravitationswellendetektors und lässt sich auch nicht abschirmen. Dazu muss man ins Weltall. Und im Weltall können wir die tiefen Töne hören und die sind besonders interessant, denn das sind die großen, schweren Objekte. Zum Beispiel superschwere schwarze Löcher mit Millionen bis Milliarden von Sonnenmassen, die im Zentrum jeder Milchstraße stehen, nach dem, was wir heute wissen. Und das sind für uns Boten, die uns darüber erzählen, wie das gesamte Universum sich entwickelt hat. Die restliche Milchstraße drumherum, die können wir nicht mit Gravitationswellen detektieren. Aber das schwarze Loch innen drin, das sagt uns, wo die Galaxien waren. Und das sagt uns, was in der Vergangenheit unseres Universums passiert ist. Wie sind die Galaxien entstanden? Wo kamen sie her? Wo kamen die schwarzen Löcher her? Was ist dunkle Materie? Über all das werden uns die Gravitationswellen erzählen. Und dieses Projekt ist ein europäisches, ein internationales Projekt. Wann wird es starten? So bald wie möglich. Wir haben gerade eine Vorläufermission geflogen, LISA Pathfinder, und es war ein gigantischer Erfolg. Wir haben praktisch alle Technologien erprobt, die wir für die Hauptmission brauchen und haben eine Performance gezeigt, die nicht nur ausreichend war, sondern weit besser als alles, was wir brauchen. LISA funktioniert. Alles, was es braucht, ist 1 Milliarde Euro und ja, wir nehmen auch kleinere Summen. Einige 100 Millionen helfen uns auch schon. Und der Wille ist zu fliegen. Irgendwo zwischen 2029 und 2034 wird es da oben sein. Missionen dauern so lange, Weltraummissionen. Das ist nicht, dass man zwischendurch Däumchen dreht. Man hat schon alle Hände voll zu tun bis dahin. Ich glaube, wir könnten noch sehr viel mehr diskutieren. Ich weiß etwas, wir haben eine Verabredung am 3. Oktober, glaube ich, so gegen 11 Uhr, 11, 12 Uhr. Da gibt es in Stockholm immer so eine besondere Pressekonferenz. Und ich weiß einfach, unabhängig davon, das muss man vielleicht im Vorfeld sagen, weil Nobelpreise haben ja eine gewisse Tradition bei Körber. Das kann man durchaus mit relevanter Statistik in den letzten Jahren auch verfolgen. Ich hoffe, das weiß man auch in Stockholm. Ja, inzwischen spricht sich das rum. Die gucken einfach, wer kriegt Körber und dann wissen die, wer gehört auf die Liste. Aber es geht darum, in dem konkreten Fall wissen wir, glaube ich, alle, welchen Beitrag Sie und Ihr Team an diesem Projekt hatten und ja, für mich persönlich
großartig. Ich freue mich auf das Telefonat mindestens am 3. Oktober. Aber jetzt freue ich mich auf Folgendes, nämlich noch auf den Vorsitzenden des Kuratoriums, denn man muss ja etwas sagen, diese Forschung wurde finanziert und dazu braucht es Beharrlichkeit. Einen, der an Sie glaubt. Und Max Planck hat an Sie, an die Erforschung der Gravitationswellen geglaubt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir auch darüber kurz sprechen. Wir sehen uns gleich. Sehr schön. Herzlichen Dank, Carsten. Vielen Dank. Und jetzt freue ich mich sehr auf Martin Strattmann, wie gesagt, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, aber eben auch Vorsitzender des Kuratoriums. Sie müssen eigentlich ziemlich stolz sein, Herr Strattmann. Ich habe gesagt, der Rekord mit den Nobelpreisen, so, Sie haben irgendwie einen guten Riecher. Woran liegt das? Also erstmal sind wir wirklich stolz. Und ich muss sagen, wir sind besonders stolz in diesem Fall, weil es eben doch sehr, sehr lange Zeit an Arbeit auch in der Max-Planck-Gesellschaft gekostet hat, zu diesem heutigen Tag und dem Event im letzten Jahr zu kommen. Ich glaube, der Riecher, den Sie ansprechen, der ist eben beschrieben worden. Herr Walter geht auf eine Konferenz, sieht einen jungen Wissenschaftler, stellt fest, er kann was und sagt zu ihm, komm zu uns. Das gleiche wie Stefan Hell vor wenigen Jahren. Und dann ist die Max-Planck-Gesellschaft so, sie sagt, okay, gib diesem jungen Menschen das Vertrauen, lass ihn machen, gib ihm einen Teil eines Instituts und von da an ist es sein Leben und seine wissenschaftliche Welt. Und das ist das Prinzip, lass die Leute machen, denen wir vertrauen. Das ist das Prinzip der Grundlagenforschung. Wir haben diese sehr engagierte Rede von Herrn Dittmar gehört und ich glaube, wir sind uns beide einig, wir brauchen eben Wissenschaft und auch in gewisser Weise die Freiheit der Wissenschaft. Ich frage Sie mal, meine Kinder studieren jetzt alle, die leben in so einer Welt, wo Credit Points, wo Rankings, wo ständige Kontrolle, ständiges Messen offensichtlich irgendwie anfängt, immer wichtiger zu werden. Manchmal frage ich mich, ist das der richtige Weg oder braucht Wissenschaft auch mal diese im positivsten aller Sinne Narrenfreiheit, um mal zu sagen, okay, denk mal, ohne dass man sofort morgen sagt, wo ist der Return of Investment? Ja, ich glaube, Wissenschaft braucht Muße, Muße im positiven Sinne. Sie braucht Geduld und sie braucht Freiräume. Wenn ich mal meine eigene Jugend zurückdenke, als ich Schüler war in einem Gymnasium an der Mittelmosel, sehr kleines Gymnasium, sehr ländlich. Da hat mir der Chemielehrer, als ich 15 war, den Schlüssel für seinen Chemieraum gegeben und hat gesagt, mach mal. Das ist das, was Wissenschaft braucht. Mach mal. Vertrauen? Nicht nur erfolgsorientiert, nicht nur morgen musst du bei Jugendforsch gewinnen. Mach mal. Erfüll mal deine Ideen, tu das, wozu du Lust hast. Und ich glaube, das ist Wissenschaft. Wissenschaft und auch Max-Planck-Wissenschaft ist so. Freiräume geben, machen lassen. Weil die gesteuerte Wissenschaft, Wissenschaft, die geleitet wird, Wissenschaft, die man auf ein Ziel hinzuführt, ist oft verschwendete Wissenschaft, weil man die Ziele gar nicht kennt, weil man gar nicht weiß, was aus dem, was man macht, herauskommt. Ich möchte nur ein Beispiel nennen. Nehmen Sie die Festkörperphysik, die Festkörperchemie, Mitte des 20. Jahrhunderts, Schottky und andere. Arbeiten an Halbleitern. Esoterische Wissenschaft. Kein Mensch braucht einen Halbleiter. Wozu brauchen wir heute einen Halbleiter? Mhm. Wir wissen alle, ohne Halbleiter läuft hier nichts. Das heißt, das, was da herauskommt aus dieser inspirierenden Wissenschaft, das kann die Welt verändern, aber man kann das Ergebnis nicht vorhersagen. Deswegen braucht man Freiräume. Und das gibt es übrigens auch für, wenn Sie, meine Damen und Herren, demnächst hier in Hamburg ein Restaurant suchen und Sie greifen Ihr Mobiltelefon, dann werden Sie irgendwann feststellen, dass die Relativitätstheorie dabei ebenfalls eine relevante Rolle spielt, weil Ihr GPS, was Ihnen sagt, wo Sie gerade stehen, beziehungsweise wo das Fischlokal ist, muss diese Relativitätstheorie berücksichtigen. Also ich glaube, manchmal ist der Bezug sehr viel näher, als viele ahnen. Nichtsdestotrotz gibt es und macht sich eine sonderbare Ignoranz und vielleicht sogar ein Mangel an Akzeptanz in Sachen Wissenschaft breit, der March of Science ist angesprochen worden, Sie standen in München, ich stand in Berlin. Was passiert da gerade?
Ja, ich glaube, ich habe in der Tat an dem March of Science teilgenommen. Ich habe eine Rede zum ersten Mal in meinem Leben an einer öffentlichen Straße gehalten, vor vielen tausend Menschen in München. Ein besonderes Erlebnis. Wissenschaft hat im Verlauf dieses Jahres zum ersten Mal gemerkt, seit langer Zeit, dass durchaus führende Kräfte in Gesellschaft und Politik versuchen, die Relevanz von Wissenschaft herunterzureden, die wissenschaftlichen Ergebnisse in Frage zu stellen. Mit dem simplen Argument, wenn ihr nicht hundertprozentig sicher seid, dass das und jenes passiert, und 100% Garantie gibt es nirgendwo in der Wissenschaft, dann warten wir mal erstmal ab. Und ich glaube, wir haben dafür gerungen, für die Freiheit der Wissenschaft in diesem March of Science. Wir haben dafür gerungen, dass man Wissenschaft ernst nimmt. Und ich glaube, wir müssen der Öffentlichkeit auch klar machen, wir leben in einer Welt, in der der Mensch diesen Planeten zunehmend gestaltet und damit auch in eine Verantwortung kommt für das, was auf diesem Planeten passiert. Und das ist ohne Wissenschaft, ohne wissenschaftliche Modelle, ohne wissenschaftliche Erkenntnisse überhaupt nicht möglich. Wir leben in einer Zeit, wo heute ein Politiker nicht mehr Entscheidungen treffen kann, weil er einen Zeitraum von 4 Jahren vor sich hat, sondern Entscheidungen, die heute gefällt werden, über die mit dem Klimawandel zum Beispiel zu tun haben, mögen die nächsten Jahrhunderte festlegen. Das, was man als CO2 in die Atmosphäre bringt, kriegt man nicht morgen wieder zurück. Wir haben das erlebt bei der Ozondiskussion. Und ich glaube, heutzutage muss jeder, der Verantwortung Gesellschaft und Politik trägt, muss sich mit wissenschaftlichen Fakten auseinandersetzen. Und der Begriff postfaktisch ist ja ein fieser Begriff. Er sagt eigentlich, ich drehe mir die Fakten so zurecht, dass sie mir in meinen Kram passen. Und da haben wir in dem March of Science klar gesagt, so wird die Menschheit auf Dauer nicht glücklich werden. Muss man nicht vielleicht stärker betonen, dass es bei diesem March of Science nicht nur um, ich sag mal, die Rolle der Wissenschaft geht, wo man vielleicht noch unterstellen könnte, okay, jeder spricht pro domo, sondern dass, glaube ich, das Betriebssystem, dass die Grundlage einer aufgeklärten Gesellschaft genau das ist, was Wissenschaft tut. Müssen wir das, glaube ich, oder muss man das nicht sehr viel stärker auch unterstreichen? Ich denke an Kanzlerduelle, wo genau über solche Sachthemen nicht gesprochen wird. Ja, ich denke, man kann es wirklich auf einen ganz allgemeinen Punkt bringen. Was der Mensch von allen anderen Lebewesen unterscheidet, ist die Fähigkeit, sein Umfeld zu verstehen. Das machen wir von Beginn an. In der Steinzeit bis heute versuchen wir zu verstehen, was denn um uns herum passiert, und wir treten in eine aktive Interaktion mit unserem Umfeld. Wir müssen heute verstehen, wie sich Krankheiten ausbreiten. Wir müssen verstehen, wie sich Pandemien bilden können. Wir müssen verstehen, wie sich das globale Klima verändert. Wir müssen vieles von dem verstehen, was uns Menschen berührt. Und das ist letztlich Wissenschaft. Wissenschaft ist zu einem großen Teil die Basis unseres Lebens. Ich nenne nur ein Beispiel, die Katalyse. Wenn die Katalyseforschung es nicht geschafft hätte, mit dem Haber-Bosch-Verfahren Stickstoff zu fixieren, ich sage mal, mindestens die Hälfte der Menschen in diesem Raum würde gar nicht existieren, weil sie für Hunger gestorben wäre. Wie ernährt man 4 Milliarden Menschen und mehr? Das kriegt man nicht hin, indem man wie in der Steinzeit wirtschaftet. Das klappt nur, indem man sich wirklich wissenschaftlich mit den Fragen auseinandersetzt, die dafür notwendig sind. Und in dem Sinne ist das Leben des Menschen heute von Wissenschaft durchdrungen. Dass das vielen Menschen Angst macht, kann ich auch verstehen. Und in dem Sinne ist, glaube ich, die Erwartung an uns und ein Punkt, mit dem wir uns sehr ernsthaft auseinandersetzen müssen, wir müssen mehr mit der Gesellschaft kommunizieren. Wir können uns nicht in uns zurückziehen. Das ist auch ein Grund, weshalb wir auch bei dem March of Science, weil wir können uns nicht in unser Max-Planck-Institut zurückziehen und sagen, das Einzige, was mich interessiert, ist, wir kriegen Geld und ansonsten machen wir, was wir machen. Nein, wir müssen die Menschheit mitnehmen, wir müssen ihnen klar machen, welcher Schatz dort in ihrer Hand ist und wie wichtig das eigentlich auch für das Überleben der Menschheit ist. Wir könnten jetzt noch sehr viel länger darüber sprechen und ich glaube, beide mit sehr großer Leidenschaft. Ich kann nur Sie, liebe Hamburger, inständigst auch daran erinnern, manchmal, glaube ich, muss man auch sagen, fight the fear with the facts, bekämpft die Angst mit den Fakten. Ich glaube, in heutigen Zeiten sollten aufgeklärte Menschen auch vielleicht sichtbarer dazu stehen. Aber Sie haben gesagt, man muss auch kommunizieren. Wissenschaft kommunizieren heißt auch manchmal Sie zelebrieren und auch zeigen, hier ist etwas Besonderes. Und jetzt freue ich mich auf einen sehr besonderen Moment, denn jetzt kommen wir zur Preisübergabe an
Carsten Danzmann. Herr Dittmar, ich bitte Sie auch nach oben. Walten Sie Ihres Amtes. Das ist so. Ja, meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Verleihung des Körperpreises. Und ich lese den Text der Urkunde vor. Die Körperstiftung vergibt nach dem Vorschlag des dazu berufenen Kuratoriums den Körperpreis für die europäische Wissenschaft 2017 in Höhe von 750.000 Euro für bahnbrechende Erkenntnisse auf dem Gebiet der Gravitationswellenforschung an Professor Dr. Carsten Danzmann, Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik und Institut für Gravitationsphysik der Leibniz-Universität Hannover. Carsten Danzmann und sein Team entwickelten die Schlüsseltechnologien, darunter hochpräzise Laser, mit denen erstmals direkt Gravitationswellen nachgewiesen werden konnten. Damit hat er eine neue Tür zur Erforschung des Kosmos aufgestoßen. Die Gravitationswellenastronomie erlaubt es, nun auch in jenen dunklen Bereichen des Universums vorzudringen, der keinerlei elektromagnetische Strahlung aussendet. Die von Carsten Danzmann für die Grundlagenforschung entwickelten Technologien finden auch ganz praktische Anwendungen, zum Beispiel in Erdvermessungssatelliten. Unterschrieben von Dr. Lothmar Dittmar, Vorsitzender des Vorstandes der Körperstiftung und meiner Wenigkeit. Herr Danzmann, Sie haben das voll verdient. Gratuliere Ihnen ganz, ganz, ganz herzlich im Namen der Körperstiftung, auch im Namen der Max-Planck-Gesellschaft. Ganz herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Dankeschön.